Scheiße, das ist voll von Arsch hier. Wir können auch ruhig dahinter laufen, wo ich das andere gedacht habe, aber das ist auch alles am Hang. Aber da ist doch kein Wald, Mann. Ich suche jetzt eine App mit Münzwerfen. Ja, wir suchen hier gerade einen Lagerplatz. Sind hier in der Nähe von meinem Zuhause und hier unten, da zieht sich so eine richtig tiefe Schlucht entlang. Die geht hier durchs ganze Tal. Und ja, da laufen wir jetzt gerade entlang und wollen einfach mal gucken, ob wir auf der anderen Seite da drüben vielleicht irgendwie eine coole Stelle finden, wo wir heute bivakieren können. Der Sigi ist schon ein Stück weiter oben und kämpft sich da durchs Gehölz. Dann kommt man da durch. Da vorne schaut es irgendwie so aus, als ob sie aufhört, dass die sich hier so längst entlang zieht. Und dann geht da vorne die Waldzunge weiter. Mal gucken, ob wir da was finden. Scheiße, das ist voll von Arsch hier. Ja, ich meine, das ist nicht zu Ende, aber das ist aber auch kein Wald, ne? Ja, da geht halt so eine Waldzunge rum, ne? Aber die war ja auch nicht sehr tief. Ne, ich glaube nicht. Immer das Gleiche mit dem Howie. Ja, jetzt stelle ich nicht so an. Ja, Mann. Also, das Ding da drüben ist, wie heißt es denn? Für Hängematten ist es richtig geil. Ich glaube, da gehe ich einfach mal unter der Woche oder sowas mit der Hängematte hin. Ja, Sigi mört rum. Nee, was heißt, ich mör nicht rum. Es ist halt 5, ich habe 4 Stunden geschlafen, es ist regnerisch und wir wissen nicht, ob da was ist. Ich wüsste, wo was ist. Oder wollten wir ja morgen erst hin? Ja, dann. Mir ist egal. Also wir, ich meine, wenn wir da jetzt hinlaufen und da nichts finden, können wir immer noch ins Camp fahren. Aber dann bist du halt richtig. Aber pissig. Dann hau ich dir vorher ein paar aufs Maul. Das kannst du dir halt. Ja, dann. Ach komm, dann. Ich denk mal. Aber wo müssen wir denn jetzt langlaufen? Da hoch oder davor? Na, du kannst jetzt entweder da hochlaufen und dann läufst du auf der Höhe rüber oder du läufst hier vor. Vor allem also als wir darüber geredet haben, dass wir in den Wald gehen, hat er mir eine ganz andere Stelle gesagt, wo wir reingelaufen sind. Und als wir in den Wald gelaufen sind, sagt er, wir müssen jetzt plötzlich hier lang. Ja, das ist mir halt, ich habe das neulich entdeckt, als ich mit der Lotte da war, dass da so eine coole Schlucht ist. Mhm. Wir können auch ruhig dahinter laufen, wo ich das andere gedacht habe, aber das ist auch alles am Hang. Aber da ist doch kein Wald, Mann. Film doch mal dahin, da ist doch kein Wald. So, wir können jetzt hier runterlaufen, dann kommen wir direkt bei uns. Zum Auto? Ja, dann kommen wir zum Auto, wir laufen noch ein Stück hinter. Alter, jetzt Schnick, Schnack, Schnuck, hey. Nee, weil Schnick, Schnack, Schnuck ist blöd, Münze werfen. Münze? Warum ist Schnick, Schnack, Schnuck doof? Ne, weil dann ja einer gewinnt. Du bist ja auch nicht hundertprozentig sicher, was du willst. Hast du eine Münze dabei? Nein, aber es gibt Münz-Apps. Ich suche jetzt eine App mit Münzwerfen. Und dann entscheiden wir, was Kopf und was Zahl ist. Und dann. Wir können auch einfach einen Stein werfen. Dir einen Kopf. Alter, mir fällt gleich der Arm ab. Ist kalt gerade vor allem. Vor allem, weißt du, wer uns am allermeisten auslachen wird, wenn wir gleich wieder da unten aufschlagen? Meine Frau. Deine Frau, ja. Ja! Jetzt fängt's voll das Regnen an. Komm, wir gehen ins Camp, Alter. Was soll ich sagen, Alter? Meine Herren. Leute, wir haben's. Ich glaube, ich muss hier mal alleine scouten gehen. Nein, es ist jetzt halt kacke. So, jetzt fängt es zu regnen an und wir sind noch nicht mal da irgendwo, wo wir sein wollen. Ja, wir gehen jetzt ins Lager. Laufen jetzt wieder zurück. Sind wir immerhin mal ein bisschen spazieren gelaufen. Super. Ey, und wir haben es ja versucht. Ja, wir haben es voll versucht. Wir haben es doch versucht. Ja, voll versucht. Du willst jetzt aber nicht sagen, dass Sigi hat wieder seinen Kopf durchgesetzt oder so. Nee, das sage ich dann, wenn du nicht vor der Kamera dabei bist. Also Leute, wir laufen jetzt wieder runter, sind in 2 Minuten bei uns zu Hause. Wir sehen uns im Lager. Und wir sehen uns dann im Lager. Schaut euch mal das Hammergrün hier an. Das ist voll der grüne Farbflash, wenn man hier rumguckt. Auf der Kamera kommt das gar nicht so rüber, aber das ist wie wenn du so in einen Raum mit grünem Licht eintrittst. Megamäßig. Abgefahren. Und der ganze Boden hier
ist voll mit wie der Sternmiere. Kann man wie die kleine Vogelmiere auch essen. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt in aller Ruhe meinen Kaffee getrunken und der Sigi hat in der Zwischenzeit hier sein Lager aufgebaut. Ich habe hier noch eine Schnur gespannt gehabt, wo ich immer die Schlafsäcke drüber hänge. Da hat er jetzt gerade sein Tarp drauf gehängt und hier sein Biwak-Setup aufgebaut und hat sich hier so eine schöne Lichterkette hingemacht. So, ich war jetzt gerade wieder an meinem Epa. Und ich habe jetzt mal die Thunfischpaste mit Tomatensauce aufgemacht. Und dazu gibt es salzigen Keks. Jetzt können wir den mal anschärfen, den Klingenrücken. Ja, der ist nicht wirklich scharf, ja. Nee, der ist gar nicht scharf. Ja, ich habe mir jetzt von meinem Epa, habe ich mir jetzt die Kekse und die Tomatenpaste reingejagt. Tomaten-Thunfischpaste. Es sättigt schon, also im Bauch merkt man so ein Sättigungsgefühl, aber so die kulinarische Befriedigung ist nicht da. Deswegen glaube ich, nehme ich die Fleischbällchen. Nee, ich nehme das Gulasch. Bei den Fleischbällchen könntest du noch Parmesan drauf machen. Oh, dann nehme ich mal die Fleischbällchen. Ja, wenn du das nicht machst, mache ich ihn leer. Wenn du... Nee, du lässt ihn jetzt erstmal noch drin. So. Lass mal sehen. Wahrscheinlich schmeckt wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Tortellini dann oder wie Ravioli oder so. Riecht wahrscheinlich auch so, ne? Riechen tut's geil, aber... Oh, ja. Mhm. Aber, so ein bisschen... aber ausschauen tut's. So ein bisschen Schaschlik-Zigeunersoße, man soll ja nicht mal Zigeuner sagen, aber so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ist ganz gut. Ein bisschen Salz fehlt. Ich habe leider keins mehr. Ich auch, habe auch keins dabei. Aber gut. Maggi habe ich dabei. Nein. Dann hänge ich das auch mal ein bisschen übers Feuer. So, es kocht. Ich habe jetzt auch ein paar Mal probiert, es müsste auch heiß sein, aber Leute, der Topf, ich kann es euch gar nicht zeigen, glaube ich, Moment. Der ist gerade mal viertelsvoll, also auf der Packung steht 300 Gramm. Ist jetzt nicht unbedingt so der Knaller. Sind vielleicht 6 Fleischbällchen, ja, oder so. Tu mal so eins so abknacken, so ein bisschen. Ja, kannst du auch eins essen. 6 sind da keine. Sind die Kartoffeln oder irgendwas? Ja, so irgendwas doch. Sind so kleine weiße so kleine Dinger, die sind da. Ja. Ja. Hat so den Ravioli-Touch so ein bisschen. Ein bisschen fad ist es, finde ich. Dann hau dir schon Parmesan rein. Ach, nö, ich will es erstmal so probieren. Und dazu.
esse ich jetzt einfach einen leckeren Cracker, salzige Art. Pfeffer kann ich dir anbieten. Nö, will ich nicht. Also die Kekse sättigen brutal. Ich glaube, die quellen im Bauch auf, irgendwie so ums Zehnfache. So fühlt sich's. So fühlt sich's im Bauch auf jeden Fall an. Aber na, ist halt Nahrungsaufnahme. Ja, mittlerweile haben wir 9:30. Es ist frisch geworden. Mhm. Keine Ahnung, wie viel Grad das wir haben, aber es kommt so ein richtig kühler Wind irgendwie rüber. Deswegen ist noch mal ein paar Bekleidungsschichten drüber gezogen. Einmal noch ein Fleece-Pulli und dann mein Ridgeline-Smog. Der ungefütterte. Aber ich merke, allzu alt wird man immer. Der Sigi ist hier schon vorhin. Gar nichts mehr. Während dem Erzählen eingepennt. So. Und ich merke auch, dass ich eigentlich recht müde bin. Ich glaube, ich trinke jetzt noch gemütlich ein Bierchen. Oder nee, wir haben noch einen Gin. Ne? Mhm. Und dann denke ich mal, werde ich mich auch ins Bett legen und gut sein lassen. Dann sind wir morgen ein bisschen fitter. Guten Morgen zusammen. Wir haben irgendwie 9:30 und so, die Nacht war gut. Es hat geregnet, leider, und es windet immer noch ziemlich stark. Das war ja angekündigt, aber wenigstens hat es nicht geregnet in der Zeit, wo wir gestern draußen saßen, noch zusammen saßen am Feuer. Das war eigentlich recht gut. Frisch ist es. Wir haben um die 8 Grad, ich habe Thermometer in der Hütte hängen. Ist nicht so angenehm jetzt gerade nach dem Aufstehen, aber es geht noch. Das Gute ist schon mal, dass ich hier durch meine Trapperhütte jetzt kein nasses Tarp oder sonst was über mir habe und auch noch ein bisschen trockenen Boden, wo ich mich jetzt aufhalten kann. Die Feuerstelle und sowas, da ist der Boden nass, aber hier, wo ich jetzt gerade bin, im Eingangsbereich, geht's. Und ja, ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Wieder schön aus meiner Eco-Ration. Und dann laufen wir mal zum Sigi rüber, wenn ihr das Wasser kocht. Schauen wir mal rüber, was der da drüben so treibt. So. Deckel drauf. Und dann aufschauen wir mal rüber zum Sigi. Morgen! Willst du aufstehen? Ja, ich war schon wach, Mann. Echt? Wann denn? Ja. Ich war schon wach so um 8:30 und von früher und so. Jetzt ist schon irgendwie 10, oder? Ja, so rum. Ich war auch ein paar Mal wach, aber ich wollte nie aufstehen. Ich war mal eine Weile hier so gesessen. Ohne Schlafsack, da war es mir aber zu kalt, dann habe ich gepisst, habe ich mich wieder hingelegt. Und dann bin ich wieder eingeschlafen, habe noch hier Steve 1998 geguckt, der hat ein neues Video rausgebracht. Aha. Und dabei bin ich eingeschlafen. Ja. Gut. Ah ja. Ich Kaffee schon, oder was? Ja, ich mach Fahrt ein für mich hier. Ja, geil für dich, ja, geil. Ja, mehr Wasser habe ich nicht aufgestellt. Ja, ich komme rüber. Alles klar. Und sieht gemütlich aus hier, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Aber es hat reingepfiffen und es hat hier auch nach vorne drauf geregnet, so ein bisschen. Oh, hat so stark Schneeregen, ja, oder was? Ja. Oder hast du ein Loch im Tarp?
Nee, ich glaube, es hat den Wind, es hat einfach so die Flüssigkeit reingekippt. Siehst du, wie das sich aufbiegt alles? Ja, ja.